wieder ein pinker Luftballon. Steigt langsam immer höher, gleich fliegt er mir davon. Doch an der Schnur der Langen, da hole ich ihn zurück. Jetzt habe ich ihn gefangen, da habe ich aber Glück. Wir haben uns total gefreut, die Kinder wiederzusehen. Wir haben uns teilweise über 2 Monate nicht gesehen. Von dem Zeitpunkt an vor Weihnachten, wo die Kinder zu Hause geblieben sind, bis jetzt waren das fast 2 Monate. Wir haben uns total gefreut, die Kinder wiederzusehen. Es war, als wären sie nie weg gewesen. Also die Kinder haben nicht irgendwie nochmal eine Eingewöhnung oder so gebraucht. Es war so, als wären sie nie weg gewesen am ersten Tag, als sie wiedergekommen sind. Als die Kinder jetzt alle wieder zurückgekommen sind, mussten wir halt darauf achten, dass die Kinder nur in festen Betreuungssettings betreut werden. Die mussten wir aufteilen in diese Settings und mussten dementsprechend dann halt auch die Dienstpläne der Mitarbeiter anpassen, damit ein Frühdienst, ein Spätdienst und auch die Mittagszeit gut überbrückt werden kann. Die Kinder sind alle voneinander separiert. Die spielen in festen Gruppen und auch auf dem Außengelände schauen wir, dass die Kinder nur in ihrem Gruppenverband spielen. Wenn die Kinder in die Kita kommen, ist schon zu einem Ritual geworden, was uns ja jetzt schon fast ein ganzes Jahr begleitet, dass zuallererst die Hände gewaschen werden und dann fangen wir erst an mit dem Spielen. Die Kinder machen das schon ganz automatisch. Die Hauptdesinfektionsarbeit ist im Moment im Nachmittagsbereich. Wir schließen die Kita im Moment um 15.30 Uhr und die Zeit dann nach 15.30 Uhr nutzen wir, um die ganze Kita zu desinfizieren, das Spielmaterial zu reinigen, damit das für den nächsten Morgen wieder hergerichtet ist. Die Kontaktflächen müssen desinfiziert werden, also wie Türklinken, Tische, Stühle, alles das, was die Kinder so im Laufe des Tages anfassen. Dabei werden wir unterstützt von sogenannten Alltagshelfern. Das ist ein Programm, was das Land und der Bund uns zur Verfügung stellt, die uns bei diesen Desinfektionsarbeiten unterstützen und helfen. Ich glaube, ich spreche dafür, das gesamte Kindergartenteam, für alle meine Kolleginnen, dass wir uns freuen, die Kinder wieder im Kindergarten zu begrüßen und dass wir vielleicht in naher Zukunft wieder ein Stückchen Normalität erreichen werden. Thank you.